So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Infected. In der letzten Folge haben wir uns ja hier ein bisschen unsere Base aufgewertet, das Dach zugemacht, unser Glasdach. Was haben wir denn noch alles gemacht? Wir haben uns das Update angeguckt, haben hier die Spikes aufgewertet. Eigentlich jede Menge. Es ist auch wieder Winter. Und ich habe ja gesagt, wir werden jetzt noch uns um die Elektronik hier oben kümmern, soweit unsere Materialien reichen, dass wir mal jede Menge Strom haben. Was ich auch dazu sagen kann, die Bambis und alles ist wieder mit dabei, also da sind wir wieder auf normal Level. So, machen wir hier mal zu, schauen wir mal, ob wir ein bisschen Kohle haben, dass wir hier die Bude auch ein bisschen heizen können, weil aktuell ist hier alles aus. Zack, Kohle her. Wir haben, glaube ich, zwei Öfen. So, halt, den schmeißen wir auch gleich an. Der bringt auch gut Wärme hier drin. Das Schöne ist ja, dass die Fenster alle dicht sind. Haben wir da schon mal kein Problem mehr. Und hier in der Küche schmeißen wir den Ofen auch mit an. Dann schauen wir natürlich gleich mal nach dem Strom, ob alles noch an ist. Die Steinmühle ist noch an, der Kühlschrank ist noch an. Das ist perfekt, das läuft alles durch. Holz haben wir auch jede Menge. Jetzt gucken wir noch schnell, ob wir Wasser dabei haben. 200, das passt auch. Wir brauchen eventuell ein paar Fette. Das da, und dann trinken wir noch ein Schlückchen. Und dann werden wir eine Runde machen oben auf dem Dach. Wir nehmen hier gleich mal eine ganze Runde Kobalt mit, wollte ich sogar sagen. Aber hier wird schon wieder auf meinem Haus rumgeboxt. Warte mal, wo ist er denn, der kleine Kollegen-Sack? Du musst ja irgendwo hier sein. Wo bist du denn, du kleines Schweinchen? Wo ist er denn? Der hier schon irgendwo tot rum? Oder wo boxt der? Irgendwas boxt doch hier in unserem Haus. Zumindest hat sich es gerade so angehört. Aber. Nö, okay. Das können wir auch gleich mitnehmen. Ne, war wohl Fehlalarm. Aber ich glaube, ihr habt das auch gehört, dass hier einer rumklopft. Hier oben wird ja wohl keiner sein. Okay, wir machen erstmal weiter. Ganz gemütlich. So, nehmen wir mal ein bisschen Kobalt mit. So viel, wie wir tragen können am besten. Das war schon zu viel. Und verteilen das schon mal in unseren Solarpanels. Ich glaube, wir fangen mit. Die haben wir letztes Mal noch verbaut. Ich habe schon gedacht, dass wir keine Ziegel mehr haben. Da ist es überall drin. Dann haben wir es hier drin. Dann schauen wir mal, was wir hier alles an Materialien reinkriegen. Wir könnten eigentlich den Rest Kobalt holen und hier schon mal alles reinpacken. Mach mal auch, oder? Ja, ihr habt ja auch in die Kommentare geschrieben, ich soll ein bisschen langsam mit der Kamera sein, weil ich ab und zu so durch die Gegend fetze. Dann machen wir das jetzt auch ein bisschen. Laufen wir mal ein bisschen langsamer rum, ein bisschen mehr seht. Wir haben ja auch Zeit. So ist es ja auch nicht. Auch noch eine kleine Erklärung. Ich nehme das Ganze jetzt ja deutlich im Voraus auf. Das ist jetzt eigentlich für nicht. Ja, wenn ihr das seht, ist es eigentlich jetzt 2 Wochen her, die Aufnahme. Also falls da Updates zwischendrin rausgekommen sind, tut es mir leid. Aber ich muss vorproduzieren, da ich quasi letzte Woche
noch einen Impftermin habe und ich weiß, wie ich das vertrage und aber euch die Videos weiterhin liefern möchte. Deswegen habe ich jetzt alles soweit im Voraus aufgenommen. 2, 6. Ich glaube, das kriegen wir vielleicht sogar hin. Nur, dass ihr da eine kleine Erklärung habt, weil auch zum Datum gesagt, es ist jetzt heute der 12.06. Ist ein Samstag, wo ich das Ganze für euch vorproduziere. Also auch in den Kommentaren und so darauf achten, wenn es ein bisschen dauert, bis ich antworte oder was umsetze, liegt dran, dass ich aktuell so weit im Voraus aufnehme. Wieder Lore. Wo haben wir denn angefangen? Jetzt ist natürlich die Frage, was wirft er rein? Wir schmeißen jetzt als erstes das Alu raus. Wir sind alle fertig, das ist gut. So, jetzt können wir drüben weitermachen. Nicht mehr Kobalt. Na, ernst? Gut, dann müssen wir doch nochmal eine ganze Tour holen. Müssen wir einmal zur Kobalt Sachs Raffiner Dingsbums. Extraktor, so heißt er jetzt hat. Und ich glaube auch langsam, dass mein Alu auch nicht weit reichen wird. Muss ich wohl doch nochmal den Extraktor von Eisen wieder auf Alu umswitchen, dass wir die Materialien herkriegen. Und Alu haben wir eigentlich jetzt momentan jede Menge. Vielleicht haben wir sogar im Camp noch Alu. Ah, warte mal, da haben wir auch Kobalt noch rumliegen. Könnten wir auch ein Camp holen? Klar, wir kommen nicht drum rum, dass wir aus dem Extraktor was rausholen. Aber dann haben wir wenigstens eine Überbrückung, dass wir vielleicht die Elektrik fertig kriegen. Und wir müssen so oder so zum Camp, weil wir brauchen ja auch wieder Kupfer. Kriegen wir das dann schon hin. Machen wir vielleicht nachher noch einen kleinen Ausflug und holen ein bisschen Erze ab. Da habe ich alles drin, ja. Bin auch echt gespannt, wie viel Strom uns das Ganze hier liefern wird. Weil Solarplatten schwanken ja doch ein bisschen und nachts kriegen wir ja dadurch auch nichts. Bin schon wieder leer. Oder? Ja. Ich glaube, Alu kriegen wir komplett durch. Weil wir haben noch ein Regal. Oh ne, haben wir nicht. Okay. Dann brauchen wir Kupfer auf jeden Fall. So. Hey. Da muss ich hoch. Dann fehlt es wahrscheinlich am Eisen, oder? Da gehen auch Eisenbahnen nicht. Und das, was wieder am meisten fehlt, ist, wo wir am seltensten haben. Aber durch die Steinmühle sollten wir das ja eigentlich relativ zügig hinkriegen. Ja, warte mal, wir haben ja noch Alu in der Tasche. Ist voll. Den haben wir auch. Gut, Alu fehlt hier auch ein bisschen, also Extraktor auch wieder umstellen. Das machen wir auch nachher gleich noch. Dass wieder alles ein bisschen geregelter läuft.
Boah, so schnell ist das Lager eigentlich wieder leer, gell? Ist eigentlich auch heftig, wenn man das so sieht. Kriegen wir eigentlich gerade zwei Solarplatten fertig wegen dem Eisen. Habe ich da Brocken drin? Ja, vier Barren, super. Dann müssen wir wohl hier nachher gleich was rausholen. Und alles einschmelzen. Weil sonst bräuchte man die Brocken aktuell ja auch nicht. Ja, krieg da mal hoch, bitte. Da ist Kupfer alles drin. War da auch. Haben wir vergessen, genau. Aber wir sind auf jeden Fall ein gutes Stück. Kommen wir weiter mit den Solarpanelen. Okay, genau bis dahin rausgegangen. Was habe ich noch eingesteckt? Nichts mehr. Dann geht es jetzt richtig los mit Eisen. Aber vorher packe ich das da hier rein. Dann schnappe ich mir hier die ganzen Brocken. Und ich nehme hier mal das Eisen hier mit raus. So, den setzen wir hier gleich mal schön voll. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hier alles rauskriege. Natürlich habe ich jetzt wieder den ganzen Sand nur bekommen. Ja. Ich hoffe, ich habe Platz in der Kiste. Sonst muss ich eine von den Eisenbrockenkisten hernehmen. Schauen wir mal. Oder wir schmeißen es weg, weil. Was will ich mit so viel Sand? Jetzt haben wir drei Kisten schon voll. Wenn es jetzt dann noch einen Turbo Zementmischer gibt. Geben würde, wo man ein bisschen mehr durchjagen kann, dann wäre das wieder eine andere Nummer. Komm, raus damit. Muss ich das jetzt hier bei jedem Mal bestätigen oder was? Gut, aber ich brauche es jetzt halt einfach echt nicht. Haben wir jetzt gleich einen schönen großen Sandhaufen bei uns auf dem Boden. So. Und jetzt sollte man eigentlich Eisenbrocken rauskriegen. Und die werden sofort geschmolzen. So, da kommen wir ein paar bei rum. So, müsste jetzt alles voll sein. Und schmeißen wir den wieder raus. Gewichtstechnisch passt es auch. Dann gehen wir gleich mal hoch und bauen mal was fertig. Paneele 1 fertig, Paneele 2 fertig. Und ich habe so ein kleines Boxtier hier unten. Diesmal habe ich es nochmal gehört. Ich hoffe, es ist auch diesmal da. Wo boxst denn du rum? Hallo. Ich hab dich hier gehört, also bist du auch hier irgendwo. Jetzt ist schon wieder keiner da. Ich habe gehört, wie er gestorben ist. Aber wo ist er gestorben? Ach, da bist du. Mein Kleiner.
Oh ja, die halten gut was. Ach, dann haben die vorher hier auch rumgeboxt, oder war das jetzt nur der eine? Na gut, was soll's. Du da kommst auf jeden Fall gleich mit, wenn wir hier unten sind. Du wirst wieder ein Alu-Extraktor werden. Und dich werde ich diesmal hier hintersetzen. Das nehmen wir auch gleich mit hier. Die Steins können wir auch gleich mitnehmen. Und dann soll er hier neu anfangen. Ich finde die immer noch richtig genial, die Palisaden. So, jetzt müssten die Eisenbahnen mal durch sein. Jawohl. Können wir eine neue Lage reinlegen? Eisen schmeißen wir nicht weg. Gut, dann nehmen wir auch noch ein bisschen Kupfer mit hoch. Haben wir ja auch noch rumliegen. Das war's. Das ist schon ein starkes Stück. Sind unsere kompletten Barrenlager wieder leer? So, bis wohin bin ich mit Kupfer gekommen? So. Dann machen wir heute als Thumbnail auf jeden Fall was mit Elektronik hier. So, wie machen wir es denn? Wir verbauen jetzt noch das Eisen komplett. Und dann machen wir mal noch eine kleine Runde rüber. Ja gut, wir haben nicht mehr so viel. Müssen wir den noch schnell bestücken. Dass der wieder produzieren kann. Nichts mehr drin, oder nein? Dann können wir den wieder einschalten, unsere schöne Steinmühle. So, weiter geht's. Was haben wir denn da? Ach, Kobalterz. Ja, dann schmelzt gleich mal mit. Halt, muss da hoch. Da haben wir ja auch noch Holzstämme rumliegen. Aber ich finde das auch genial hier mit dem Lichteinfall, jetzt mit dem Oberlicht hier. Also, mit so einem schönen Glasdeck. Brutal. So, die Base gefällt mir richtig gut. So, da fehlen jetzt wirklich noch einiges an Eisenbarren. Aber gut, uns fehlt auch Kupfer und dergleichen. Was fehlt uns eigentlich hier? Könnte man. Weil ich mir gerade, wenn ich so auf die Zeit gucke, denke, wenn wir jetzt loslaufen, ist blöde. Da könnte man eher schauen, dass wir vielleicht hier ein bisschen was ins Gewächshaus reinkriegen. Vor allem brauchen wir da jede Menge Glas. Und da haben wir ja ein paar Kisten von unten. Warte mal, wir fangen an mit Kiste 1. Zack. Alles her. Gib mir doch da auch noch was. Dann schleichen wir jetzt mal ein bisschen hoch. Aber haben gleich mal jede Menge dabei. Und dann würde ich eher sagen, gehen wir bei der nächsten Folge am Anfang rüber ins Camp holen, die Sachen. Vielleicht richte ich auch noch einen Wagen her. Wäre, glaube ich, auch nicht so doof. Dass wir mit Kisten rüberfahren, dass wir auch Kupfer, Kobalt, alles mitnehmen können, was wir brauchen. Dass wir unseren Solarpark halt wirklich durchziehen können. Bis aufs Eisen, das ist natürlich eine Sache, die wird ein bisschen dauern. Oh,
Soll ich zu viel Glas mitgenommen, oder? Ja, klar. Dann brauchen wir jetzt noch 60 Bretter. Dann können wir nämlich auch im Frühjahr unser Gewächshaus hier einrichten. Das ist nämlich auch schon geil. So. So, dann haben wir da nochmal eins drin. Den Eisenbrocken, den tue ich jetzt auch da nach hinten. Dann stört der mich nur. Ja gut, und da brauchen wir auch wieder Eisen für Nägel. So, einfach mal ein paar Bretter her, so viel wir mitnehmen können. Und dann laufen wir einfach nochmal. So, was haben wir denn jetzt dabei? Haben wir schon alle drin? Nee. Dann brauchen wir jetzt noch 15 Stück. Dann haben wir das auch drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Komm, ich nehme ein Reservebrett mit. So, dann brauchen wir 60 Nägel und 8 Kupferbarren. Gut, das kriegen wir halt dann auch erst, wenn wir drüben waren. Eisenbahn ist das gleiche Spiel. Aber aus denen machen wir jetzt einfach noch schnell ein paar Nägel. So, das Brett kommt hier hin. Du kommst hier rein. Ah, der Wagen ist noch voller Holz. Kein Problem, warte mal, wir verarbeiten. Müssen wir es nicht in der Gegend rumwerfen. Und so sind dann die Lager auch gleich wieder aufgefüllt. Naja. Machen wir gleich noch ein paar Eisenbarren. Da fehlt einer. Den Sand schmeißen wir wieder weg. Dann haben wir wenigstens die Nägel auch so weit durch. Und wir kriegen schon wieder Besuch. Ich hoffe, das ist wirklich die Palisade, auf der rumklopft. Und nichts anderes. Moinchen! Meister. Noch ein Fall gibt es auch gleich hier. Ja doch, ziehen immer schon ein bisschen was ab. Los ist nicht. Der macht hoffentlich sein Alu jetzt wieder. Ja, Kohle. Genau. Wer braucht Kohle? Aber wenn wir hier unten sind, machen wir die Extraktoren nochmal schnell leer und holen uns auch schon mal Öl. Dass wir das nicht verpennen. Ach du Himmel. Zwei. Yep. Du kommst mit. Der braucht aktuell nichts. Ich muss echt schauen, dass ich die Ölmühle wieder am Laufen habe. Gut, vom Strom her könnte man es jetzt, glaube ich, in Betrieb lassen. Steinmühle, Ölmühle. So, hab. Und dann nochmal eins dazu. Die anderen zwei nehmen wir als Reserve mit für... Oh, oh. Ab rein ins Haus. Schneesturm brauchen wir jetzt keinen. Zack. Mach die Bude dicht. So, sind alle Türen zu? Natürlich wieder nicht. Wie immer. Alles nach außen zu. Lagertür auch geschlossen. Jawohl. So, hier haben wir auch noch ein paar. Können wir drei weitere Eisenbarren machen. So. Die Steine kommen wieder wo in die Dingskisten. Das Eisen bleibt für Stahlbarren.
Definitiv auf jeden Fall. So, wie schaut unsere Stromausbeute aus? Wir haben 147 aktuell verfügbar, das heißt, Ölsauger geht mit an. Das ist schon mal Bombe. Die Solarenergie, die rettet uns gerade echt den Hintern. Gut, wir haben auch ein bisschen Stromkapazität von den Akkus her. Da könnten wir auch mal gucken, haben wir da schon irgendwo Materialien reingepumpt? Nee. Wo die drei Batterien? So, dann wird hier noch schnell die Säge wieder nachgefüllt. Bis wir den Wagen leer kriegen. Da möchte ich eigentlich auch noch in Zukunft einen weiteren Wagen bauen. Dass wir nur einen für Expedition haben. Und einen hier zum Holzkarren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoffentlich. Ja, damit. Dann bauen wir die zweite Kiste hier auch gleich fertig. Der Restholz kommt hier wieder rein. So, dann haben wir die Lager wieder gefüllt. Ich hoffe, ich habe keine Bretter mehr in der Tasche. Nee. Den Wagen haben wir leer. Und dann packen wir Kiste 1 drauf. Kiste 2. Wagen. Kiste 1. Und Wagenkiste 2. Dann haben wir das nämlich immer hier mit dabei. Mit dem werden wir loslegen. Jetzt schauen wir mal kurz, was ein zweiter Wagen kosten würde für uns. Ach, der ist gar nicht so teuer. Ich dachte, der ist schweineteuer. Warte mal, dann bauen wir den aktuell hier. Dann kommt hier das Holzscheit auch gleich rein. Und 10 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wagen fertig. So. Und hier raus, wir brauchen noch 40 Nägel. Dann haben wir das im Gewächshaus auch durch. Und dann fehlt uns hier tatsächlich wirklich nur noch die Kupferbarren, die wir uns in der nächsten Folge organisieren werden. Und damit würde ich dann auch sagen, sind wir hier am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet euch ein bisschen aus eurem Alltag holen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.